Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich zwei Mystery Boxen von Colourpop für euch. Und zwar diese, die leider zusammengepackt wurden zu einer. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen die Black Friday und die Mystery New Year Limited Edition Mystery Box Tralafitti anzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe $69 hierfür bezahlt und hinzu kamen nochmal ungefähr 18 Euro Zollgebühren, die ich jetzt eben gerade an meinen DHL-Boten auch gezahlt habe. Und die eine Box, die Black Friday Box, hat $49 gekostet und die andere Ultimate Mystery Box hat $20 gekostet. Colourpop konnte nicht wissen, dass ich dazu ein Video mache und das gerne separat gehabt hätte und hat es leider zusammen alles in eine Box gepackt. Yay! Nun, ich weiß nicht, ob ich es irgendwie herausfinden kann, welche der Produkte dann quasi von der einen und welche von der anderen Box sind. Wir schauen einfach mal. Auch was für einen insgesamten Warenwert wir haben, wie das Ganze so aussieht. Die Box, die noch verfügbar ist, ist die für $20. Die findet ihr auch dort noch auf der Homepage. Schaut da einfach gerne mal vorbei, wenn ihr möchtet. Denkt immer dran, ungefähr 20% sind Zollgebühren. Ne? Also das, was in US-Dollar dort angegeben wird, wird dann natürlich auch noch für euch in Euro umgerechnet. Und hinzu kommen Zollgebühren und die dort angegebenen Liefergebühren. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, versandkostenfreie Lieferung, eben weil ich über einen gewissen Bestellwert gekommen bin. Was wollte ich noch sagen? Falls du mich noch nicht abonniert haben solltest und hier neu bist, moin, ich bin Claudi, mache hier so ein bisschen Beauty-Content, bisschen Unboxings, Hauls, Reviews. Ab Sommer geht es hier auch wieder ab mit Adventskalender-Unboxings und wenn du Bock drauf hast, mich auf meiner Reise zu begleiten, dann abonnier super gerne diesen Kanal und ich würde mich auf jeden Fall mega drüber freuen. Jetzt schauen wir mal in die Box hinein. Ich persönlich mag Colourpop tatsächlich, finde es auch sehr, sehr spannend. Ist ja eher so eine Drogeriemarke in den USA und hier in Deutschland halt leider noch nicht so ganz angekommen, weil die das, glaube ich, mit diesen Zollgeschichten nicht so ganz voneinander kriegen. Nun, das Erste, was ich hier rausziehe, ist ein Liquid Liner und da habe ich schon den einen oder anderen von. Der hier ist jetzt in der Farbe Ducky. Das ist wirklich ein pink-rosa Mega. Das gucken wir uns mal an. Also die Produkte von Colourpop haben schon eine gute Qualität. Den habe ich in Schwarz und in Blau, glaube ich. Und das ist halt echt so ein Filzstift in Pink. Also das ist jetzt nicht so ganz meine Welt, bin ich ehrlich. Deswegen wird das nicht unbedingt bei mir bleiben, aber ich mache mir jetzt einfach mal so ein bisschen hier so einen Stapel, was ich behalte, was ich nicht behalte. Und das, was ich behalte, kommt auch dann sehr wahrscheinlich bald in meinem Full-Face-Beauty-Boxen wieder zu Gesicht für euch. Erstmal so ein paar kleine Sachen. Dann habe ich hier noch den Feather Effect Brow Pen. In der Farbe Black Brown. Das ist jetzt leider nicht ganz meine Farbe. Ich bin ja eher so ein Blondchen und das von Natur aus. Und deswegen wird er zu schwarz sein für mich. Ne? Also das ist nicht so ganz meins. Das ist natürlich auch sehr cool, weil das eine super, super, super feine Mine ist. Also das sieht sehr, sehr ansprechend aus. Ich habe jetzt auch heute ein Fullface im Gesicht, wo ich neue Drogerieprodukte ausprobiert habe. Und da habe ich auch tatsächlich nur solche Stifte für die Augenbrauen verwendet. Zwei verschiedene, deswegen habe ich jetzt auch gerade wirklich zwei unterschiedliche Augenbrauen. Der wäre definitiv zu dunkel für mich. Gut, zwei Produkte, zwei Nös. Dann habe ich hier den Luxe Velvet in der Farbe Zoom Zoom Velvet. Okay, ein Luxe Liquid Lipstick. Ist der wirklich so dunkel? Contra Junkie, die liebe Kati, würde das sicherlich hart feiern. Mein Vibe ist es nicht so ganz. Nee. Also das ist tatsächlich schon recht dunkel, ne? Also das ist, was ist das für eine Farbe? Wie nenne ich dich denn? Das ist kein dunkles Beere. Das ist einfach ganz braunrot, würde ich sagen. Also für mich leider zu dunkel. Nee. Schade, schade, schade. Schade. Hoffen wir einfach mal, dass die Party hier etwas besser abgeht. Und irgendwer hatte hier auch mal den Klebi, glaube ich, geöffnet, denn der stand hoch. Kann natürlich auch sein, dass diese Boxen zusammengestellt werden und deswegen auch günstiger verkauft werden können, weil es entweder Retourenware ist oder weil das Produkte sind, die vielleicht von der Verpackung her einen kleinen Fehler haben oder so, also einen Schönheitsfehler. Als nächstes habe ich hier Soul Body Angled Flat Top Kabuki Brush. Ach schön, ein Pinsel. Pinsel finde ich immer sehr nett, mag ich. Mit Pinseln kann eigentlich auch jeder irgendwie was anfangen. Und wow, das ist aus der Soul Edition.
Wow. Der wird wahrscheinlich furchtbar zu reinigen sein, aber damit kannst du sicherlich mega geil Foundation und so auftragen. Also gerade Foundation, ne? Wow, Puder Foundation stelle ich mir damit einfach klasse vor. Muss ich mal gucken, ob ich den behalte, weil ich habe noch welche aus anderen Limited Editions, zum Beispiel von Maxim oder so, ne? Mal gucken. Dann lege ich mir auch den vielleicht Stapel, weil ich habe auch Puder Foundations, die damit, glaube ich, ganz gut laufen würden. Mal schauen. Dann habe ich hier als nächstes, ich nehme jetzt erstmal die nicht eingepackten Sachen. Ein Liquid Liner. Der ist in der Farbe The Hills, also in so einem wunderschönen Grünton. Und meine Stiefschwiegermama in Spee, Familienverhältnisse sind immer großartig, ne? Hat mir auch gesagt, wenn du grüne Eyeliner irgendwo findest, nimmt sie gerne. Aber sie ist eigentlich eher so ein Fan von diesen Retractable-Dingern und nicht so von diesen Stiftdingern. Aber vielleicht könnte das was werden. Das ist auch so ein wirklich schöner Grünton. Also auf mich macht der einen guten Eindruck. Mal gucken. Wie gesagt, den habe ich, glaube ich, in Blau und in Schwarz schon da. Wobei ich mir Grün auch für mich ganz gut vorstellen könnte. Ne? Ich habe ja so grünbraune Augen. Da kann sowas ganz gut funktionieren. Dann habe ich hier den Cheek Dew Serum Blush. Oh, das ist schön. Kiss Kiss ist die Farbe. Ich meine, dass ich den auch schon öfters mal im Warenkorb hatte und überlegt hatte, mir den zu bestellen. Jetzt bin ich mal auf die Farbe gespannt. Okay, das ist halt so ein richtiger Braunton, ne? Ich weiß nicht, ob der bei mir gut aussieht. Da muss ich mir noch online Swatch-Bilder zu angucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Das könnte aber was mit uns werden. Wäre halt wirklich so ein richtig krasser Herbstton, ne? Mal schauen. Dann habe ich hier was drin. Verwendet sowas bitte nicht, um euch damit abzuschminken. Das, wofür ich diese Abschminktücher verwende, ist, wenn ich hier Swatches mache und sie entferne oder wenn ich hier einmal, manchmal, wenn ich mich schminke, sieht der Tisch wirklich aus wie Hulle, ne, weil dann irgendwas da wirklich drauf rieselt oder ich lege eine Mascara hier blöd ab und dann trocknet das vielleicht blöd an und da kommt sowas ganz gut. Wir haben hier 100 Stück von den Fourth Ray, das ist die Pflegemarke von ColourPop, Super Fresh All Over Cleansing Towelettes, also kleine Reinigungstücher, ne? Wie gesagt, für Swatches. Ja, ich plane hier sowieso demnächst wieder mal ist gut, das habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gemacht, ein Sammlungsvideo zu machen, wo ich euch so viel swatchen möchte, wie es nur geht. Da wird das Gold wert für mich sein, denke ich mal. Ne? Deswegen kommt das für mich wie gerufen, aber verwendet es bitte nicht zum Abschminken. Eure Haut wird es nur mögen, wenn ihr wirklich super robuste Haut habt, wahrscheinlich. Ne? Also wenn ihr das macht und ihr fahrt da gut mit, gönnt euch hart. Ich persönlich mit meiner sehr sensiblen Haut nehme davon Abstand. So, jetzt kommen wir mal zu den eingepackten. Nee, ich habe hier noch einen Pinsel. Den finde ich klasse. Sowas brauche ich immer mal wieder. Das ist so ein Augenbrauen-Spoolie 2-in-1 Pinsel. Schaut so aus, ist die E14. Macht jetzt nicht einen super hochwertigen Eindruck, aber es ist halt so ein Pinsel, den ich halt ständig verwende. Einfach, ne, wenn ich auch irgendwelche Augenbrauensachen nehme und da einfach mal so durchkämmen muss. Oder solche Spoolies sind auch super, wenn du irgendwo hier gepatzt hast, zum Beispiel, wenn die Mascara smatscht, also zwischendurch, ne, kannst du so machen, kannst auch mit dem Finger machen. Oder hier, wenn du ein bisschen Fallout hast oder so oder sonst irgendwas krümmelt, einfach mit dem Spoolie entlang, fertig ist die Laube. Also finde ich klasse. So, und jetzt kommen wir zu den eingepackten Sachen. Das werden dann ja wahrscheinlich auch Paletten zu sein. Als erstes habe ich hier die Cashmere Forever Palette. Das ist so eine Fünfer Palette. Mal gespannt drauf. Und ColourPop hat eine richtig gute Qualität normalerweise von den Lidschatten her, ne? Oha, das ist so eine richtige lila Look-Palette. Wow, ein richtig geiler Schimmerton ist mit dabei, ein Semi-Schimmerton und drei richtig matte Töne. Mit dem Lavendel hier kann man sicherlich richtig schön ausblenden. Also, und dieser Softie ist ein Duochrome. Also, wegen dem Softie würde ich die Palette definitiv behalten. Von den anderen Tönen her, mal gucken, ob hier noch weitere Paletten drin sind, die mein Herz vielleicht höher schlagen lassen. Denn aus solchen Mystery-Boxen und so weiter behalte ich ja meistens nicht alles, weil ich auch einfach gar nicht so viel bevorraten kann. Ich mache immer super viele Verlosungen und gebe dann immer gerne viel weiter. Ne? Dann habe ich hier die Color Vision Pressed Powder Palette. Auch das ist eine Fünfer Palette. Ein Quattro ist es nicht. Ein Cinquette? Man weiß es nicht. Oh, das sieht neonmäßig aus und von innen eigentlich eher dezent. Nur der Pinkton ist halt wirklich intensiv. Ansonsten hast du hier eine super neutrale und wirklich wunderschöne Palette, ne?
Der Lasertag geht echt ab. Aber ja, ansonsten ist es eine neutrale Palette mit einem Pop of Color. Color Vision. Was soll denn da die Vision von sein? Ja gut, nö, ist aber jetzt nicht ganz so mein Vibe, muss ich gestehen. Also da fahre ich jetzt nicht so tierisch drauf ab. Dann habe ich hier noch einen Blush drin, glaube ich. Oder was bist du? Super Shock Blush. Jo, und das ist eine richtig schöne Farbe. Auch hier sind wir Count Me In, ein Super Shock Blush in Matt. Also, ne, das sind so Bouncy Blushes, die ColourPop im Sortiment hat. Und hier sind wir auch wieder in dieser Backsteinrichtung unterwegs. Also, ne, genau, wenn man das so rausnimmt, dann sieht das gar nicht mehr so super, super backsteinmäßig aus. Ist eine gängige Farbe, würde ich sagen. Mag ich auf jeden Fall gerne leiden. Guck mal, das sieht doch richtig schön aus. Also, das mag ich schon. Und dann kann man das swatchen. Und dann hast du es so richtig cremig. Also, das sieht man jetzt hier, wenn man, ne, wenn ich so durchgegangen bin, dass es halt richtig, richtig cremig ist. Und dann habe ich das hier auf dem Finger. Das ist Cream to Powder. Und dann kann man sich das drauf machen. Also eigentlich eher dezent. Für mich total passend, denke ich mal, ne? Schöne Farbe. Ja, der bleibt, der kommt dann auch wahrscheinlich ins Full Face Beauty Box mit rein. Kann ich mir gut vorstellen. Schön. So, ich habe hier ein Quattro am Start. Und zwar Down to Earth. Das dürfte dann auch von den Namen her schon ein sehr zurückhaltendes Quattro sein. Also auch wieder ein sehr geerdetes Farbschema. Was ich nicht schlimm finde, weil wenn man diese Boxen bestellt, klar, möchte man sich auch gerne überraschen lassen und auch was Knalliges drin haben. Aber ich glaube auch mal, so ein etwas Neutraleres ist ganz nice. Für mich ist das hier aber wirklich zu neutral oder zu eintönig. Ne? Wir haben ein Schwarz, das sind alles matte Töne, zwei Braun, ein Ocker, ja, nö. Also haut mich jetzt nicht so von der Socke. Nö. Das muss ich ehrlich sagen, das ist nicht so mein Vibe. Dann haben wir hier noch drei weitere Paletten drin. Also das ist richtig krass, was ich hier in dieser Box drin habe und ich feiere das gerade so sehr. So Very Lovely habe ich hier als Palette. Wenn ihr das sehen könntet, dieses Tütchen ist irgendwie. Weiß ich nicht. Entweder bin ich statisch aufgeladen oder dieses Tütchen. Auf jeden Fall war das gerade sehr bouncy an mir dran. Auf jeden Fall haben wir hier eine Lidschattenpalette, wo ich vom Packaging her sagen würde, das ist sicherlich eine sehr pastellige, zurückhaltende, aber doch alltagstaugliche Palette sein wird. Mal schauen, wie lovely diese Palette dann so ist. ColourPop macht das auch toll. Du hast auf diesen Paletten selber genau das gleiche Design wie auf den Umverpackungen. Meistens sogar noch was Schöneres. Oh Gott, ist die schön. Oh Gott, die mag ich ja. Also, ihr werdet jetzt sicherlich nicht, also das, ne, man macht da keine Höhensprünge. Ich hätte andere Farben erwartet, aber ich finde das wunderschön. Ich hätte vielleicht noch ein Peach erwartet oder so, aber die Farben gefallen mir. Guck mal, und hier haben wir auch ein paar lila Töne drin. Das heißt, die Cashmere Forever kann auf jeden Fall weiter wandern. Klar, ich habe jetzt nicht unbedingt diesen Duochrom-Ton, aber Organza könnte da fast schon dran kommen. Aber hier auch mit meinem Macaron habe ich hier definitiv was Feines mit dabei. Ich swatch euch mal so ein bisschen, dass ihr auch einfach mal seht, wie so die Schimmertöne abgehen. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Die sind sehr, sehr leicht gepresst. Manchmal ist es auch so, dass wenn man dort bestellt, dass die Paletten auch leider nicht ganz so heile bei einem ankommen. Aber ich muss sagen, dass die jetzt auch sehr gut eingepackt waren. Ihr seht, ne? Die Schimmertöne sind hell, was ich schön finde. Das swatche ich euch hier. Ja, das sind einfach wunderschöne Schimmertöne. Das ist ein großartiger Fund. Das mag ich. Also neutral irgendwie und zurückhaltend, ja, definitiv. Also das ist jetzt nicht Gravum, ne? Aber das finde ich nicht schlimm. Also auch sowas darf ab und an mal in mein Gesicht, ne? Von Herzen gerne. Umverpackung brauche ich dann, glaube ich, nicht mehr. Aber die Palette werde ich safe behalten. Die ist echt hübsch. So, jetzt muss ich mal eben kurz hier meine Hand sauber machen, denn hier kommen noch zwei weitere Paletten und gegebenenfalls wird das eine oder andere hier natürlich auch noch geswatcht werden. Hier habe ich eine weitere Geschichte drin. Wie heißt du? Off Melrose. Oh, ich glaube, die könnte vielleicht so ein bisschen in das Bläuliche gehen, vielleicht ein bisschen bunter sein. Das wäre ja auch nice. Würde ich auf jeden Fall mit fein gehen. Ne? Also ich habe auch so schöne Paletten von ColourPop mittlerweile. Also die haben, also, ne? Okay, wir haben einen Pressed Glitter hier drin, eine kühle Palette. Das ist aber nicht ganz so mein Farbschema. Ja, wir haben hier auch mit diesem Ton so ein Duochrome mit dabei. Ist solide die Palette, aber das ist jetzt wirklich nicht so meins. Also für mich ist die zu kühl.
Sarah Isabel, Like a Daisy in Spring, wird's hart feiern, weil Pressed Glitter, kühle Töne, voll ihr Vibe, aber meins ist es jetzt leider nicht. Aber ist doch nicht schlimm. Wie gesagt, ich mache ja auch die ein oder andere Verlosung und mir fehlt hier das Blau. Das, was man hier von der Palette außen denken würde, ist da irgendwie nicht wirklich drin. Also du bekommst ein anderes Farbschema an deinem Packaging, als das, was drin ist. Gut, von außen sieht die Palette auch kühl aus. Gut, das könnte man auch so sehen, ne? Mensch, aber das sind schon richtig viele Lidschattenpaletten. Und hier habe ich nochmal einen Brocken. Und dann wäre es das hier auch mit der Box gewesen. Und das haben wir meistens halt, dass wir eine große, große Palette drin haben. Und das ist die It's a Mood Palette, die jetzt von außen wirklich total langweilig aussieht. Hier erwarte ich eine neutrale Palette mit Orange. Keine Ahnung. Man lässt sich ja auch gerne überraschen. Und hier ist es natürlich an der Seite ein bisschen offen. Und das ist dann wahrscheinlich der B-Waren-Fehler gewesen. Dann gucken wir mal. Nein, die wird behalten. Oh, auch die geht eher in die kühle Richtung. Auch die hat Pressed Glitters mit drin, die ich jetzt nicht so nice finde. Also ich mag nicht so gern Pressed Glitters, aber guckt euch das mal an. Die ist ja bunt. Das ist ja cool. Und warum macht ihr so eine langweilige Verpackung, Colourpop? Mensch, das ist schade, ne? Aber hier habe ich mein Blau, mein Lila, mein Grün. Cool. Das ist ja nice. Aber hier auch so total neutrale Sachen, dass du, also hier oben mit diesen neuen Farben kann man halt ganz normale und einfache Alltagslooks schminken. Wenn du dann in die Richtung gehst, hast du noch ein bisschen was Kühleres mit am Start, wenn man will. Hier Pressed Glitter, da Pressed Glitter, wobei der ist gröber als der. Und da haben wir auch noch Pressed Glitter. Okay, ein paar Schimmertöne mit dabei. Das ist eine tolle Palette. Die feiere ich, ne? Oh, nee, das finde ich gut. Also, das wäre jetzt einfach mal das Unboxing von den beiden Boxen gewesen. Ich weiß nicht, ob ich es noch irgendwo rauskriege, was davon jetzt die Dings war, also was jetzt die Black Friday Edition war und was jetzt die nicht Black Friday Edition, sondern die, wie heißt die andere denn dann? Die Ultimate irgendwas Box war. Dann habe ich euch das auch irgendwie mit reingeschrieben. Aber ich persönlich finde, dass dieser Inhalt für eine Box, die ich ja theoretisch für 69 € dann ja insgesamt gekauft habe, voll geil ist. Also ich finde es schön, dann hast du einfach so eine kleine Überraschung mit dabei. Klar, ein Teil davon wird weiter wandern, aber das liegt einfach daran, dass ich eine Lidschattenpalettensammlung von 200 Paletten plus habe. Und ich da natürlich auch ein bisschen dann immer schaue, ne? Aber also ich glaube, hier kommt man schon auf seine Kosten. Man hat auch ein bisschen was für die Base mit dabei, mit zwei Blushes. Zwei Blushes haben wir hier drin. Wir haben auch Pinsel mit dabei. Das sind auch relativ gängige Pinsel. Ein Primer wäre vielleicht schön gewesen. Ein Puder hätte ich auch hart gefeiert, muss ich gestehen. Aber das mit den Lidschattenpaletten ist natürlich richtig geil, ne? Also da hast du die absolute Auswahl, was einem so gefällt. Und dann ein kleines bisschen Pflege mit dabei. Die haben das auch schon mal gemacht, dass die sehr, sehr viel Pflege drin hatten. Das haben die jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Und ich finde sie cool. Ich kann sie euch empfehlen. Schaut in der Infobox vorbei. Da habe ich euch mal den Link reingesetzt zu der aktuell wahrscheinlich noch verfügbaren Box. Und generell, Colourpop ist eine sehr, sehr interessante Marke, wo ich euch auch, glaube ich, schon mal ein Fullface zu geschminkt habe. Und vielleicht sollte ich das demnächst auch mal wieder machen. Habe ich echt Bock drauf. Ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen und fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.